Also zwei Dinge würde ich gerne noch machen mit Ihnen. Einmal, wie zuverlässig ist der Text und wie bekommen wir überhaupt einen zuverlässigen biblischen Text? Das ist das eine, wobei ich heute Morgen ja schon etwas zu den Übersetzungen gesagt habe, sondern mir geht es jetzt um den hebräischen und um den griechischen Text. Um das wenigstens kurz anzuspielen, ohne dass wir jetzt groß ins Fachgebiet Textkritik einsteigen. Aber damit wir ungefähr auch eine Vorstellung haben, dass da etwas dahinter steht und man nicht einfach so locker flockig dann irgendwie darüber reden kann, zu sagen, ja, im Zweifelsfall, wenn die nicht weiter wissen, erfinden die einfach nochmal einen biblischen Text. Ja, und da kommt dann, wird dann geschrieben und dann rechtfertigt dann irgendwas. Kann man ja manchmal so wenigstens als Vorurteil manchmal hören in der Diskussion. Und das Zweite ist, dass wir über die Textarten dann nachher, nach den Verschnaufpäuschen noch sprechen. Ich habe heute Morgen schon gesagt, es gibt keinen Urtext. Man kann immer davon, man hört das immer wieder zu sagen, der biblische Urtext. Also wenn ich jetzt hier die hebräische Bibel aufschlage, oder mal ganz schnell bei meinen Leisten bleibe, das Neue Testament. Dann ist das, was ich hier an griechischem Text habe, wir haben das schon gesagt und gesehen, ich kann das auch zur Demonstration noch mal ganz kurz hinlegen. Da haben wir das. Haben wir zwar da den griechischen Text, aber wir sehen unten, also in diesem Abschnitt hier, den kritischen Apparat. Das heißt, wir sehen aufgeführt mit furchtbaren Abkürzungen, die Sie nicht schrecken müssen, und verschiedenen Zeichen, wie der Text bezeugt ist. Das heißt, wir haben keinen Urtext, also nicht irgendwie so ein großes Buch, in dem man alles nachgucken kann, sondern es ist ein sehr mühsames Geschäft, aus den vielen, vielen, tausenden Textzeugen zu schauen, wie man einen einheitlichen Text bekommt. Das ist natürlich nicht so einfach. Moment, wo ist dieses Zeichen? Doch, da ist es zum Beispiel. Hier dieses Zeichen hier. M. Steht zum Beispiel für Mehrheitstext. Das heißt, das haben die meisten Quellen. Also, wenn man das zum Kriterium macht, zu sagen, das steht eigentlich bei allen, also stimmt das. Ist das die ältere Lesart? Man muss dazu sagen, es geht oft nur um kleine Buchstaben, kleine Abweichungen. Das, die Unterschiede, also das ist nicht ein ganzes Kapitel anders oder sowas. Ja? Ganz kleine Abweichungen sind das. Aber manchmal sind das eben doch feine Nuancen, die auch eine Sinnverschiebung ergeben. Ist das ein Kriterium, einfach zu sagen, nur weil die meisten Quellen das haben, die wir kennen, muss der Text so richtig sein? Ein anderes Kriterium wäre, die ältesten Textzeugen sehen so aus. Das heißt, die sind weniger häufig abgeschrieben. Das heißt, es gibt weniger Fehlerquellen. Wäre kein quantitatives Kriterium, sondern, wenn man so will, ein qualitatives Kriterium. Manchmal kann man einen Abschreibfehler, der natürlich passiert, nachvollziehen. Dann gibt es sogenannte Textfamilien. Da hat ein Hajo im Kloster nicht aufgepasst, ja, war abgelenkt, hat dann irgendwie bei den schönen Figuren, die er daneben gemalt hat, an was Gott weiß was gedacht, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, und macht einen Fehler beim Abschreiben. Das merkt keiner. Ist vielleicht nur ein kleiner Bogen. Der Nächste, der das als Quelle benutzt, schreibt den Fehler wieder ab. Manchmal kann man das nachvollziehen, wenn man weiß, aha, zum Beispiel solche Klöster standen in Verbindung, ja, und die haben denen mal was geschenkt. Manchmal weiß man das aus dem Quellen. Man sagt, ach guck mal, die haben den gleichen Fehler. So entstehen Textfamilien. Man kann aber dann zur Wurzel des Fehlers vorgehen und muss dann schauen, wo ist der ältere Text. Also ein mühsames Geschäft, sozusagen Textkritik, das ist der Fachausdruck dafür, zu betreiben. Was ist ein belastbarer Text? Sie sehen zum Beispiel hier am Beginn des Johannesevangeliums, ist das ein relativ kleiner Apparat. Für die ersten zwei Verse gibt es überhaupt kaum andere Lesarten. Das heißt, der Text ist so bekannt und so, dass der nicht abweicht. Es gibt andere Stellen, die sehr, sehr umstritten sind, ja, wo richtig der Knatsch losgeht. Auch das ist nur eine Auswahl, hier werden nicht alle Textzeugen benannt. Also die gute Frau Ahland, die das jetzt heute macht, bei Münster, hat ziemliche Kritik bekommen für die 27. Auflage damals. Das ist jetzt auch schon, aber ja, wie lange ist das her? 94. Weil sie die frauenfreundlichen Lesarten herausgelassen hat, als Frau.
muss man sich mal vorstellen. Berühmte Stellen im Römerbrief oder so etwas, ja, hat die dann nicht mehr bezeugt, weil die das irgendwie zu knusselig war. Ja. Aber auch selbst da, selbst bei dem, was man kritische Ausgabe nennt, wissenschaftliche Ausgabe, gibt es noch Diskussionswürdigkeiten. Ja. Die Qumran-Funde sind auf diesem Hintergrund sehr, sehr wichtig und interessant. Weil wir mit einem Schlag eine Zeitreise machen. Also zum Beispiel der Jesaja ist immer wieder abgeschrieben worden. Abgeschrieben, 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 abgeschrieben. Und plötzlich überspringt man alle diese Stationen der Abschreibung und hat einen Text aus dem ersten Vorchrist, nee, ersten Nachchrist. Wie alt ist die Jesaja? Erstes vorchristliches Jahrhundert. Also man überspringt die ganzen Abschreibedinger und hat plötzlich einen Text, der sehr, sehr alt ist und kann an diesem Text nachkontrollieren, wo sind die Abschreibung. Kaum Fehler. Also, was das zeigt, dieses Beispiel, ist, dass man sehr sorgsam, das kann man im Judentum heute noch beobachten, sehr sorgsam mit dem Text, der ja ein heiliger Text auch für uns ist, auch wenn wir heute Kopien machen und sie dann wegwerfen, ja, umgeht. Es ist eben nicht so, dass man jetzt zu Bock und Zeit geht oder zum Dingenskirchen, wie heißt der Bücher, die Tajia, Buchhandlung oder sowas, und dann irgendwie, ich kaufe mal 10 Bibeln, ja, und dann, huch, jetzt habe ich eine verloren, dann nehme ich halt die nächste, ja, sondern das ist etwas sehr Wertvolles, deshalb muss man auch sorgsam mit dem Text umgehen. Für mich war das sehr beeindruckend, mal in Galiläa, oben in Safed, in der Blauen Synagoge. Es gibt ein Zimmer, das gibt es in vielen solchen Synagogen, da wird immer noch die Tora auch abgeschrieben. Wenn der sich auf einem Ding verschreibt, wird es nicht weggeworfen, sondern abgelegt. Das heißt, wenn da ein Schreibfehler drauf ist, muss die ganze Seite neu geschrieben werden. Was ein Zeichen dafür ist, wie sorgsam man mit der Textgestalt auch umgeht.